Hey ho Leute, ja, ich habe ein neues Projekt ja angekündigt und werde es heute starten. Wie ihr seht, es ist Minecraft. Ja, fangen wir doch gleich mal an. Hier habe ich einfach mal getestet, wie das Texture Pack klappt, wie ihr schon ein bisschen seht. Das tue ich jetzt aber löschen und fange eine ganz neue Welt an. Mal sehen, wo wir landen. Hoffentlich nächstens so einfach oder sowas. Werden wir jetzt sehen. Ich vermute, es ist eine Sandwelt, so wie immer eigentlich. Aber vielleicht haben wir ja Glück und kriegen eine bessere, vielleicht Eiswelt oder so ähnlich. Nein, natürlich nicht. Ja, hier sind Fische. Geil. Ich glaube, das ist auch das neue Texture Pack. Oh je, es laggt, das ist sehr schlimm. Na egal, machen wir uns auf die Holzsuche. Nicht gerade die schönste Spawnpunkt. Naja. Also damit leben. Und jo. Ja, wir tun natürlich als erstes, so wie immer. Jo, so wie immer, haha. Holz abfarmen. Damit wir unser Haus bauen können für die erste Nacht. Ja, es gibt sogar neues Holz, das wusste ich selber gar nicht. Das ist neu, also, ja. Bin mal kurz gespannt, ob man das auch so craften kann. Ja, ich. Ja, kommt auch selber drauf raus. Na gut, soll mir recht sein. Aber es sieht cooler aus. Das auf jeden Fall. Das crafte ich jetzt mal ganz kurz. Mit rechts kann man es ja machen. Also ich denke, die meisten werden erfahrene Dinger, Minecraft-Spieler sein. Jo. Ist ja nichts Neues dann für euch. Ah, okay. Dann kommt es auch selber drauf. aufs selbe drauf raus. Egal welche Baumfarbe oder ähnliches. Ja. Langweilig Holz zu farmen. So, jetzt kriege ich noch den letzten Batzen Holz. Ich guck mal, warte mal. Ja, perfekt. Dann mache ich mir schon mal so eine Holz-Dingsbums, damit ich mir oh, ich stehe gerade echt auf dem Schlauch. Eine Axt, genau, bauen kann. Und dann geht das Holzfarmen schneller. So. Ist die Axt. Und da habe ich sie schon. Ja, wie ihr seht, verschwinden die Blätter. Da muss, wollte ich, fällt mir ein, wollte ich das umändern auf Fast. Ah, nein, doch nicht. Ich lasse das so. Nein. So, den nehme ich wieder mit. So. Und die hier aber auch. Kann ich ja später. Obwohl, wieso mache ich das denn eigentlich damit? Kann ich später noch gebrauchen für das Holz, für das Holz. Aber jetzt geht das Holzfarmen erstmal weiter und jetzt hier geht es schneller. Wie ihr seht. Es wird wahrscheinlich, oder besser gesagt, hundertprozentig ein Let's Play Together von Minecraft noch folgen. Also das heißt, ich mache ein Double Let's Play. Einmal ein Together und einmal ein. Ja, normales Singleplayer Let's Play. Ja. Ja, nicht so ausgefallene Welt. Schade. Hätte ja besser klappen können. Naja. Man nimmt, was man hat. Oh, was man bekommt. Ja, das werden wir schon irgendwie was rauskriegen. Was Gescheites draus machen. So, jetzt komme ich hier zum Stamm. Oh, warum habe ich es abgebrochen? Fragt mich nicht, Leute.
Also ich mache jetzt ja das Let's Play Minecraft, aber das wird natürlich das League of Legends Let's Play nicht unterbrechen oder ähnliches. Also da braucht ihr euch nicht Sorgen zu machen. Boah, das ist echt extrem. Dadurch, dass die Blätter abfallen, kommen hier viel mehr Setzlinge, wie ihr schon seht. Also das sind echt sack viele. Jetzt suche ich mir erstmal einen Platz für mein Haus. Hier sind extrem viele Bäume. Oh, jetzt setze ich das einfach mal hier hin und mache mir eine Schaufel, damit ich hier mir den Rest. Wow, lag. Sorry, Leute. Die letzte Grundfläche fertigstellen kann. Ich werde das Haus erstmal bescheiden machen, also nicht sehr groß. Und ja, wollen wir noch mal sehen, wie es wird. Dreck setze ich auch, scheiße, fehl. Setze ich hier hin. Und hier, das ist kurz weg. Oh. So, jetzt tue ich das ganze Holz abfarmen in Wooden Planks, ja, so hieß es. Ja, damit ich daraus dann das Holz, das Haus machen kann. So. Ja, das sollte ich vielleicht auch hier hinstellen. Gut. Jetzt mache ich das Haus hier einfach hin. Ach, scheiße, das habe ich vergessen zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, das passt ja gerade perfekt, wahrscheinlich, hoffentlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Schade. Okay, ich das jetzt fertig. Ich hoffe, das geht ja gar nicht, Leute. Kann ich schon gleich mal 10 mal 10. Eigentlich wollte ich es gar nicht so groß machen, aber jetzt ist es halt so groß. Ah, oh, es geht ja noch von der Größe. So. So, ah. Langweilig, einfach nur ein Haus zu bauen. So, jetzt habe ich aber was vergessen. Denn ich baue mir eine Tür. Hier in der Nähe war das Spawnpunkt. Soll ich auch das hier irgendwo hier machen? Tür geht so. So, Tür. Immer von außen platzieren, weil das sieht einfach schöner aus, anstatt dass es hier ist, anstatt hier. So, jetzt. Dann tue ich das hier nochmal abbauen. Ich will das sehr schön in eine hier machen, genau, in eine Reihe, wollte ich sagen. Tue dann zwei Kisten schon mal machen. Einfach so, dass man die schon mal hat. Hier so. Und jetzt nochmal. Moment. Jetzt kommt das Wichtigste eigentlich, die Spitzhacken stelle ich jetzt her. Herstellen. Also nur Holzspitzhacken, weil ich habe sonst keine besseren. So, mach ich die Tür zu. Gehe jetzt auf Steinsuche. Da hinten sieht es nach Stein aus, also gehen wir da gleich mal hin. Ja gut, Glasprobleme werden wir nicht bekommen. Haben wir ja genügend Sand hier im Umfeld. Allerdings weiß ich jetzt schon wieder nicht mehr, wo mein Spawnpunkt war, aber ach, scheiß drauf. So, gleich mal abgefahren. Das ist auch gut, dass man das jetzt sieht, weil sonst war es einfach so, dass die Schafe so geblieben sind. Das fand ich nicht gut. So.
ja, Kohle, das wäre schön. Ich glaube, ich habe oben eine Höhle gesehen. Das wäre zumindest nice. Ich weiß es nicht, wollen wir doch gleich mal gucken. Also ich will mal gucken. So. Nee, sieht nicht nach Höhle aus. Naja, egal. Ja, ich habe noch auf Peaceful gestellt, damit es sehr wurscht. Ja, ich werde einfach mal jetzt auch keinen Timer stellen, sondern einfach mal aufnehmen, soweit ich kann, bis ich keine Lust mehr habe. Und dann tue ich das Rendern und so. Und dann einfach die Parts schneiden. Ja, scheiße. Was ist denn? Ah, das ist graue Wolle. Ja, so Unterschied ist jetzt nicht. Aber es ist auch eine Änderung. Okay. Naja, gehen wir doch mal wieder zu unserem Haus zurück. Oder erstmal ein bisschen Sand abfarmen. Dann gleich einen Kamin herstellen. Sand herstellen. Glas herstellen. Sand herstellen. Glas herstellen meine ich natürlich. Und so schnell wie möglich Kohle finden. Allerdings weiß ich nicht, wie das die Kohle bei diesem Texture Pack aussieht, aber ich denke, das werde ich rausfinden. Weil ich spiele zum ersten Mal mit diesem Texture Pack. Oh, das ist ein schlimmes Wort. Naja, gut. Damit ihr auch was seht. Ist Kohle wichtig. Erstmal so ein 64er Stack von Sand, damit uns erstmal nichts ausgeht. Ich hoffe, dass ihr noch was seht. Obwohl, ich gehe jetzt doch lieber zurück. Da mein Orientierungssinn sowieso nicht sehr gut ist. Oh, der Mond sieht doch jedenfalls ziemlich geil aus bei diesem Texture Pack. Naja. Okay. So, jetzt habe ich 26 Steine. Gleich mal davon zwei Spitzhacken herstellen. Stone Pickaxe, die brauche ich jetzt allerdings noch nicht. Ja genau, dann wollte ich hier noch den Kamin machen. Der geht so, ja, muss natürlich das jetzt wegmachen. Dann auch zwei Schaufeln aus Stein, die könnte ich ja jetzt gleich auch schon gebrauchen. Und zwei, extra Stein, ey, das ging jetzt schwer. Frag mich nicht warum, Leute, egal. Den Kamin kann ich jetzt gleich mal hinsetzen, und zwar hier hin. Dann, ja, es ist jetzt noch nicht so gut, dass ich Wooden Planks dafür benutze, aber das ist jetzt auch egal. Tue ich so weit, wie es geht. Glas schon mal herstellen für die Decke. Ah, Moment, ich überlege mir gerade. Nee, ich glaube, ich werde ein paar mehrere Stockwerke machen. Das heißt, ich kann das mit dem hier herstellen. Ja, dann lasse ich das aber auch auf 10x10. Den Boden tue ich dann auch noch ausfertigen, mit Bodenplanks halt. Ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen. Ich weiß nicht, Holzbretter würde ich jetzt sagen. Keine Ahnung. Oh, scheiße, schon wieder kein Holz, oder? Yep. Dafür habe ich die Axt, aber Äxte habe ich natürlich nicht. Ah doch, habe ich hergestellt. Hab mich schon gewundert. Bleib im besten in Hausnähe. Ich habe jetzt erstmal für die ersten paar Nächte, damit ich da durcharbeiten kann, auf Peaceful gestellt. Habe jetzt noch keinen Bock auf Zombies. Später werden die allerdings angestellt. Oh. So. Oh, ihr werdet echt nichts sehen, Leute. Das tut mir leid, aber es geht jetzt erstmal halt nicht. Ich brauche Kohle. Und Kohle habe ich nicht. Ich glaube, ich tue das erstmal abbauen hier, diesen ganzen Dreck. Dass ich auch später dann nichts reinspringen kann, weil ich keine Lust auf unerwartete Besucher in meinem Haus. Ja, den kann ich noch abbauen. Abholzen. Fällen, wie auch immer es sein mag. Oh, ihr werdet echt nichts sehen. Shit. Tut mir leid, aber wie gesagt, schon zum dritten Mal. Ich habe keine Kohle und etc. Ja, ich wiederhole mich auch nur deswegen,
Weil es gerade interessant ist hier, wenn wir sagen, ich baue Holz ab. Ich baue Holz ab oder etc. Ja. Ich baue Holz ab, nein, Scherz. Gut. Ich werde einfach mal hier um meinem Haus rum den ganzen Holz abbauen. Könnte ja theoretisch dann gleich auch mal die Setzlinge setzen. Oh, da komme ich wieder nicht dran. Und mehr Bäume machen, obwohl ich es eigentlich nicht nötig habe. Hier sind ziemlich viele. Ach, es wäre doch einigermaßen. Ich fände es cooler, wenn ich jetzt auf so einer Eiswelt gelandet wäre. Oh, ich sehe selber fast kaum nichts. Naja, nicht so. Im Multiplayer wird dann wahrscheinlich auch dazu kommen, dass ich Slash Time Day und jetzt sowas mache. Das heißt, ihr werdet öfters sehen. Je nachdem. Weiß ich nicht. Also ich bin wahrscheinlich eh nicht der Host, weil mein Internet einfach zu schwach ist. Also, ja. Und jetzt baue ich erstmal das Holz weiter ab. Weil ihr seht es ja nicht. Kann ich also sagen, wow, sechs Länge, etc. Ganz schön viele. Also ihr könnt es ja unten links sehen, wie hier die Zahlen steigt. Vielleicht seht ihr sie auch. Vielleicht habt ihr ja Glück. Also ewig viele Setzlinge. Das wird eine große Baumplantage dann. Ja, hier sieht man ja, dass die Blätter abfallen. Das ist schön. Ja. Ach halt, ich wollte erstmal die Holzsachen ab farmen. Keine Ahnung. Ich meine, in der Nacht kann ich sowieso nichts Gescheites machen, deswegen tue ich die langweiligen Sachen wie Holzfarmen darin hin verlegen. Und wenn ich dann da eben Fackeln habe, könnt ihr dann auch was sehen. Nein, ich höre auf, Leute. Den kann ich noch machen. Dann reicht's erstmal. Echt fast selber nichts schlimm. So, jetzt habe ich 49. Liegt da nicht noch was irgendwo? Ja, doch, Setzlinge sind hier noch. Und dann werde ich demnächst auch auf'm Dungeon oder sowas probieren, also den Cave, also eine Höhle, auf Suche davon geben. Weil finde ich immer ganz cool, so Dungeons oder etc. sowas zu erkunden. Ja, jetzt mache ich mir erstmal mein Haus fertig. Oh, so, jetzt seht ihr wenigstens, was ich hier so alles hab. So. Ja. Davon brauche ich jetzt richtig viele. Und davon kriege ich jetzt auch richtig viele. Wieso habe ich jetzt probiert, das da reinzumachen? Ah, fragt mich nicht. Wow, das werden viele Stacks, das ist nice. Das ist echt schön. So. Bisschen Ordnung schaffen. Oh, das war Fail. So geht das nicht. So. Ich tue als erstes die hier machen. Treppe mache ich kurz. So, jetzt kann ich auch bequem hochlaufen. So, und jetzt kommt der erste 64er Stack. Und oh, das liebe ich, mit Shift kann man sich ducken, wie ihr seht. Das sieht ein bisschen komisch hier aus. Nein. Ja. What the? Oh fuck. Ich habe aus Versehen zu viel Shift gedrückt. Deswegen kam diese komische Einrastfunktion, was mich die ganze Zeit nervt.